Ecuador ist ein super Land. Also wir sind sehr, sehr gerne hier. Angefangen einfach von den Menschen, wie sie sind. Total offen, freundlich. Die Landschaft ist herrlich und ich mag die Kultur. Sie ist sehr vielseitig, sehr bunt gemischt. Jesus als Vorbild zu haben und von ihm geprägt zu werden und das weiterzugeben an andere, das fasziniert mich und das mache ich voll gern. Es ist eine super erfüllende Arbeit, es macht Spaß, es ist unser Traumjob. Ich erinnere mich an eine Autofahrt, wo Andi und ich unterwegs waren und wir uns unterhalten haben, so ungefähr, was machen wir mit dem Rest unseres Lebens? Wichtig war für uns wirklich, dass das, was wir tun, einen Ewigkeitswert hat. Und von daher war jetzt nicht unbedingt, ich werde Missionarin auf jeden Fall, sondern ich will offen sein für das, was Gott vorhat mit meinem Leben. Und schlussendlich sind wir hier in Ecuador gelandet. Die Liebenzeller Mission ist für mich wirklich ein Stück wie Familie. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben in unserer Missionsfamilie. Bei uns als Quereinsteiger war das Sprach- und Kulturtraining in Kanada eine sehr gute Erfahrung. Was ich gerne persönlich sehen würde, wären viele junge Ecuadorianer, die von Gottes Liebe gepackt sind und ihrerseits begeistert sind, das weiterzugeben. Ich freue mich auf die multikulturelle Gesellschaft im Himmel und bin gespannt, was wir da noch alles lernen und wie wir sehen, wie wir noch weiter über unseren Tellerrand hinaus gucken können. Liebenzeller Mission. Mit Gott von Mensch zu Mensch.